Das ist der Sinusgenerator aus meinem Buch Mathematik verstehen mit Fischertechnik. Er extrahiert aus der Drehbewegung dieses Rades den vertikalen Anteil, also den Anteil auf und ab, und überträgt ihn doppelt so groß an dieses Gewicht. An diesem Rad ist ein Pin. Dieser Pin hebt den Schlitten mit dieser Seilrolle. Die Seilrolle, durch das Heben und Senken der Seilrolle wird das Seil auf beiden Seiten verkürzt oder verlängert, dann hier ausgegeben oder eingezogen und dieses Gewicht bewegt sich doppelt so weit auf und ab wie der Schlitten. Das ist bereits die vierte oder fünfte Generation an Sinusgeneratoren, die ich gebaut habe. Aber wir werden jetzt noch mal weiter verbessern. Meistens funktioniert sie sofort, wenn man sie nach Bauanleitung baut, aber nicht immer. Außerdem hat sie noch einen anderen Nachteil. Die Konstruktion hat den Nachteil, wenn der Pin hier sich aufwärts bewegt, dann wird hier ein starkes Kippmoment ausgeübt und dann klemmen diese beiden ganz gut und versuchen diese Achsen unten rauszuziehen. Wir haben eine hohe Reibung hier in dem Moment. Und diese Reibung werden wir mit der neuen Konstruktion vermindern. Ja. Außerdem kann es manchmal sein, dass das nicht gleich out of the box funktioniert. Der Test ist immer, ob dieser Schlitten einfach so runterfällt. Aber wenn diese Achsen nicht ganz parallel sind oder sonst irgendwas leicht versetzt ist, braucht es nochmal umzudrehen, dann fällt das nicht ganz und bleibt stecken. Und das sorgt natürlich dafür, dass das Modell nicht funktioniert. Auch das werden wir jetzt so bauen, dass es immer funktioniert. So, das sind die Teile für die neue Version unseres Sinusgenerators. Wir nehmen uns zunächst mal einen Baustein 15 mit Bohrung und zwei Bausteine 15 und verbinden das Ganze so. Der Baustein 15 mit Bohrung muss aber ein ganz klein bisschen in einer Richtung gegenüber den Bausteinen 15 versetzt sein. Ich erkläre gleich warum. Ja, dann kommen unten Federnocken rein. Mit denen werden wir den Sinusgenerator auf der Platte befestigen. Dann auf der einen Seite mehr Federnocken mit dem Baustein 15, wo das Seil eingeklemmt wird. Und auf der anderen Seite hier die Seilrolle. Dann haben wir die beiden großen Winkelträger, 120. Die schiebe ich hier und da so ein, aber nur ein bisschen. Und von diesen Winkelträgern brauchen wir eigentlich nur diese Kanten als Führung. Jetzt bauen wir den Schlitten. Der Schlitten ist einfacher als in der originalen Version. Wir verbinden einen Baustein 15 mit Bohrung mit dieser 4x1 Bauplatte und machen auf der anderen Seite eine Seilrolle. Befestigen wir eine Seilrolle auf der anderen Seite. Ja, so, das ist schon der Schlitten. Der kommt auf die Achse. Und dann wird das Ganze hier so reingesetzt.
So. Und der Sinusgenerator ist fertig. Der Vorteil ist jetzt gegenüber der alten Version, wir haben nur eine Achse. Es gibt keinerlei Probleme mit der Parallelführung. Die Führung sonst wird hier und hier durch diese beiden Kanten der Winkelträger geleistet. Aber wenn hier ein Stift auf einer Seite schiebt, dann gibt es ja gar keinen Druck auf diese Kante und dadurch vergrößert sich die Reibung nicht. Das Einzige, was da noch reibt, ist wirklich die Führung hier an der einen Achse. Achse plus Baustein 15 mit Bohrung. Mehr Reibung gibt es nicht. Das heißt, das hier wird immer ordentlich runterfallen und wird sich nicht verdrehen, egal wie ich es aufbaue. Ich muss halt nur diesen kleinen Versatz haben, damit das hier nicht durch die beiden Kanten festgeklammt wird. Ein bisschen Spiel brauchen wir. Ganz zum Schluss stecken wir noch eine Rastachse 60 hier oben durch oberhalb der Metallachse 110 durch diese beiden gegenüberliegenden Bohrungen. Und das verhindert dann, dass diese Metallachse rausgezogen wird. Wenn wir jetzt den neuen Generator anbauen wollen, müssen wir noch an eine Sache denken. Wir müssen noch hier unter dem Pin einen Baustein 5 anbringen, denn der Abstand zwischen dem Sinusgenerator und dem Schlitten, der hat sich jetzt ein bisschen vergrößert. Dann nehmen wir hier unseren Generator, ziehen die Achse ein bisschen hoch und schieben das Ganze jetzt ein. So, müssen natürlich den Schlitten auf den Stift tun. Schauen nochmal, ob sich hier der Baustein nicht verschoben hat. Noch ein bisschen wieder rausdrücken. Nach hinten der Baustein 15 mit Bohrung gegenüber den beiden anderen Bausteinen. Hängen das Gewicht auf. Und jetzt läuft der Generator wie am Schnürchen.